Hey, who the hell are they? They were on the machine HQ said to capture. Capture? I never heard anything about that. Oh, so that was the real mission. What do you mean? It sounds like she's saying we were just decoys. And Class Zero was given the real assignment. Is there some kind of problem? Yeah, not with you! Damn it! Well, let's go see the commander and get some answers. What? We gotta get in a fight with our commander again? Oh, right. Thanks for your help, Class Zero guy. I look forward to working with you again. Good day. What a noisy bunch. Ah, wärst du glücklich, wenn du angelogen werden würdest von deinem Commander? Ich weiß ja nicht. Ich kann sie schon verstehen irgendwo. So, damit sind wir in der Meroe-Region und haben sie befreit. Allerdings nicht die ganze Region, gebe ich zu, sondern wirklich nur Meroe. Wir sehen es. Die Lager hier überall, das sind keine Städte. Ich habe mal geschaut, das sind nur Militärbasen. Die bleiben in militärischer Hand. So, wir schauen aber mal in die Stadt rein und werden uns hier mal ein kleines bisschen umsehen. Neuer Eintrag freigeschaltet, wunderbar. So. Na? Hast du schon von der Grotte des Schweigens tief im Süden von Melitis gehört? Meine Schwester ist Beamtin in der Akademie, und seit Jahren mit ihrer Forschung beschäftigt. Laut der Akasha-Chronik soll die Waffe einer vor 1000 Jahren ausgestorbenen Zivilisation dort versteckt sein. Gibt's hier noch kleine Hinweise, wo man Sachen finden kann? Wie schön. Warst du schon in der Tropfsteinhöhle von Bethnal? Nein, die ist übrigens gleich nebenan. Unter den Kadetten ist das ein beliebter Trainingsort. Aber die dort lebenden Behemoths machen ihn auch sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Na klar. So, was gibt's denn bei euch hier so Schönes? Ich mag zwar keinen Laden mehr haben, aber das hält mich nicht davon ab, Waren höchster Qualität anzubieten. Schaut euch nur um. Okay, hier können wir wieder Zeug sammeln. Ich habe auch mal gelesen, wofür diese ganzen Sachen sind. Wir hatten ja diese creepy Militärattaché-Tante, deren Namen ich leider vergessen habe, in der Akademie getroffen, auf der Himmelsterrasse, die so ein bisschen anhänglich wirkte. Und der kann man wohl Sachen schenken. Das ist so eine kleine Questreihe, die ich aber wahrscheinlicherweise nicht nachverfolgen werde jetzt hier im Let's Play. Ist eine von zweien, die andere ist eben mit dem Wissenschaftler, der uns in seinen Vergewaltigerkeller gelockt hat. In den können wir jedes Mal in der Freizeit gehen, und zwar innerhalb der letzten 6 Stunden, habe ich gelesen, des Tages. Müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht wenigstens machen. Auf jeden Fall werde ich hier jetzt erstmal nichts kaufen, einfach keinen Bedarf. Du wirst in ganz Orient keine besseren Waren finden. Besonders wenn du es mit den Behemoths in der Tropfsteinhöhle aufnehmen willst, solltest du vorher bei mir einkaufen. Natürlich. So, was haben wir denn da? Das Zeug brauchen wir nicht. Ich will eigentlich nichts, was meine MP senkt, muss ich zugeben. Inferno-Armreif. Ja gut, sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich gegen Behemoths kämpfe. Teleportsteine brauchen wir auch keine. Krackerkraut. Dieses Blattgemüse erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Chocobo einer anderen Rasse schlüpft. Stark, okay. Kaufen wir einfach mal 10 davon. Ich habe übrigens auch ein paar andere Kräuter, die auch spezielle Eigenschaften haben, gekauft. Einmal hatten wir ja schon das, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auch so ein Kraut halt. Wir schauen einfach mal rein. So, was haben wir denn da? Achso, ich kann ja auch so unterscheiden. Tantelkraut und Pasanakraut habe ich zum Beispiel gefunden. Das eine erhöht die Wahrscheinlichkeit der Vererbung des mütterlichen und das andere des väterlichen Erbguts. Genau, und dann hatten wir noch das Gisalkraut. Das hatte ich ja ursprünglich mal in der Qualgrotte gefunden. Ich habe vergessen, wie genau sie hieß. Das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Chocobo einer höheren Rasse schlüpft. Bisher hat das immer ganz gut geklappt, wenn ich das eingesetzt habe. Jedenfalls konnten wir das jetzt auch ohne Probleme dort kaufen und hat auch bloß 1000 pro Stück gekostet. Da habe ich also auch jeweils mal 10 mitgenommen einfach. Was Kräuter angeht, um Chocobos zu züchten, sind wir jetzt also ganz gut ausgestattet. Ich denke, da brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Achso, hier können wir gar nicht hintreten. So, was gibt's denn bei dir Schönes? Oh, jemand von der Akademie. Ich bin Shigeto, Mitglied der Speleologen-Gilde. Ja, natürlich, was sonst? Du hast dieses Leuchten in den Augen. Aus dir könnte sicher auch ein leidenschaftlicher Höhlenforscher werden.
Wenn du es in der Tropfsteinhöhle von Bethnell mit ein paar Behemoths aufnehmen kannst, werde ich dich als Mitglied unserer Gilde anerkennen. Besiege einen Behemoth für Shigeto in Meroe. Die Behemoths treiben ihr Unwesen in der Tropfsteinhöhle von Bethnell. Besiege einen von ihnen. Für diesen Auftrag solltest du mindestens Stufe 55 erreicht haben. Bist du sicher, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist? Wir können es zumindest mal probieren. Ich werde hier auf jeden Fall speichern und dann probieren wir das einfach. Du steckst voller Tatendrang. Das gefällt mir. Die Tropfsteinhöhle von Bethnell liegt im Norden der Meroe-Region. Zeig mir, aus welchem Holz Kadetten geschnitzt sind. Na klar doch. So, oh, siehst du mal, hier liegt schon wieder was. Suzus Stein. Haben wir schon den nächsten gefunden. Der liegt einfach mal wieder rum. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal liegen die wirklich einfach in der Stadt rum. Und manchmal muss man irgendwelche kleinen Aufträge erfüllen, die eben nicht als Missionen wirklich gekennzeichnet sind. Gut, dann brauchen wir mit den anderen ja eigentlich schon gar nicht mehr reden, denn wir haben den Stein gefunden, wir haben die hiesige Mission gefunden. Dann machen wir uns mal auf in die Bethnell-Grotte. Würde ich vorschlagen, nicht wahr? So, auf in die Meroe-Region. Und die ist... Nein, ich will nicht wieder in die Stadt rein. Die ist nämlich gleich hier drüben, die Grotte. Ist also wirklich nicht weit weg. Schauen wir doch einfach mal. Die Tropfsteinhülle von Bethnell. Und siehe da, wen haben wir hier wieder? Das Mädchen mit dem Jungen... mit dem Freund, der in einen Frosch verwandelt wurde. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Der Zustand, der über meinen Freund gebracht wurde, ist als Unke bekannt. Und man kann ihn wohl nur mit einem Jungfernkuss heilen. Das heißt, aber er ist doch so schleimig. Dürfte ich euch wohl um etwas bitten? Ich küsse den nicht, kannst du vergessen. Ihr habt nicht zufällig 40 Türkis-Anime für mich, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir können mal schauen. Türkis stehen noch gar nicht mit dabei bei mir. Oder? Übersehe ich sie nur? Lass mal einsehen. Doch, eine Türkis-Anime habe ich schon. Okay. Das ist also von den Blauen die dritte Stufe, von den Eismagie-Dingern. Nee, 40, Alter. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Ich hatte auch in irgendeiner Stadt, ich glaube, das war sogar in Iska gewesen, da gab's auch so eine Gruppe von Leuten, die alle irgendwelche bestimmten Anime haben wollten, und zwar auch jeweils 40. Da habe ich aber auch noch niemanden befriedigen können von denen. Quack, quack! Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir einem der Behemoths gewachsen sind. It's up to you now. Step aside. Ich glaube, ich wechsle mal auf King dafür, denn wenn das Level... es geht direkt los. Wenn das Level so viel höher ist, dann werde ich wohl bloß mit Verhängnistreffern was machen können hier. Oh, okay. Wenn das so ist, dann machen wir erstmal hier kurz mit normalen Treffern weiter. Wir sehen aber, das bringt nicht allzu viel. Ah, schade. Da war der Moment kurz da. Hat nicht gereicht. Ärgerlich. Na gut, ich schieße einfach mal so drauf. Wie wär's mit der Magazingranate? Aber ein bisschen zu früh angesetzt gerade die Schläge. Die Schüsse. Ich glaube, Seven steht gerade drauf, den in Stopp zu versetzen. Ah, das ist echt nur so ein ganz kurzer Moment, ne? Jetzt! Endlich! Habe ich ihn mal erwischt. Okay, gut. Nächste Granate! Komm schon! Die explodiert bloß nicht irgendwie. Ja, sehr schön. Den kriege ich doch hin. Das sollte doch machbar sein, oder? Ihr seht übrigens auch, King hat jetzt ein bisschen mehr Kapazität. Ach Mann, du hast mir gerade den Moment versaut, Seven. Nee, das gab's als Skill freischaltbar jetzt bei King. Dass man die Kapazität des Magazins erhöht. Das fand ich doch sehr günstig. Ja, der war gut. Und ich werde auch keine anderen jetzt noch großartig einwechseln. Sondern ich werde mich jetzt darauf beschränken, hier mit King die ganze Sache fertig zu machen. Zu früh. Ja! Sauber. King ist einfach der Beste. Gegen King kannst du nichts sagen. Ein Stück Monsterfleisch erhalten und
damit verziehe ich mich von hier, glaube ich, auch sofort wieder. Den Rest der Grotte oder der Höhle schauen wir uns vielleicht dann doch ein andermal an, wenn wir ein bisschen höheres Level haben. Jetzt momentan ist es wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Leben für uns. So, auf zurück in die Stadt. Geben wir noch schnell den Auftrag ab und dann schauen wir mal in der Akademie vorbei. Denn dort haben wir ja auch noch nichts weiter uns angeschaut. So, achso, dann muss ich ja an den Kristall gehen, um den aktiven Charakter wieder zu wechseln. Ich will doch wieder zurück auf meine Seven wechseln. So. Hier, Behemoth besiegt. Wie sieht's aus? Mit den Behemoths konntest du es also aufnehmen. Nicht schlecht, aber bilde dir bloß nichts drauf ein. Für die vier herausragendsten Höhlenforscher unserer Gilde ist diese Höhle gerade mal zum Aufwärmen da. Der Yuhanra-Vulkan, eine Welt voll kochend heißem Magma im Westen des nördlichen Togoreth. Der Krater der Ultima-Bombe, deren Monster durch die Ultima-Strahlen nur noch blutrünstiger wurden. Und die Monsterschlucht, in denen die Morbole die Herrschaft an sich gerissen haben. Das sind die Orte, Oriensis, die eure kühnsten Fantasien übersteigen. Dann mal frohen Mutes voran. Die Zukunft unserer Gilde hängt von jungen Leuten wie dir ab. Eine Ausgabe erhabenes Feuer erhalten. Okay, das muss ich mir mal kurz anschauen. Ist das hier mit dabei? Ich weiß es gar nicht so richtig. Haben wir hier irgendwo erhabenes Feuer mitstehen? Nee, ne? Kennungsmarken habe ich auf jeden Fall ein paar. Habe ich auch aus alten Missionen, zum Beispiel die Festung Togoreth, wo ich auszusehen eine komplette Ecke total verpasst habe, noch einiges finden können dort an Kennungsmarken. Gut, aber diese Ausgabe sehe ich gerade nirgendwo. Nee. So, dann vielleicht bei den Accessoires. Könnte das vielleicht sein? Wie hieß das jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Erhabenes Feuer, da haben wir es doch. Feuermagie plus 30, MP plus minus 40%. Ja, das ist total schwachsinnig. Wenn ich auf Magie stecke hier, auf Magie skille, dann mache ich doch nicht minus meine MP. Wer denkt sich denn sowas aus? Gut, aber ich würde sagen, da wir jetzt hier in den Städten damit relativ fertig sind, wir könnten natürlich noch nach Iskar gehen wieder und den Stein noch auswerten, aber ich würde sagen, das machen wir irgendwann mal gesammelt, wenn wir wieder ein paar eingesammelt haben eben. Begeben wir uns doch zurück in die Akademie und repatriieren einfach mal. So, ein neuer Eintrag wurde freigeschaltet, natürlich. Ihr übertrefft alle unsere Erwartungen, Kupo. Noch 3 Tage und 6 Stunden bis zur nächsten Mission, Kupo. Okay, wir sind wieder zurück. Die nächste Mission wird ein Klacks für euch, Kupo, empfohlene Stufe 23. Das weiß ich doch schon. So, noch ein Feldeinsatz? Willst du dich an einem Feldeinsatz versuchen? Sturm auf die Grenze. Oh, das klingt interessant. Ich bin ja fast geneigt, das zu machen, muss ich zugeben. Nee, komm, wir wollen auch was anderes erleben. Beziehungsweise wir schauen erstmal, wie viel Zeit wir hier vertrödeln mit den Zusatzmissionen. Ich vermute aber mal, dass es keine 3,5 Tage sind, die wir dadurch verbrauchen werden. Nicht wahr, Ren? Oh, das klingt aber nicht so gut. Makina benimmt sich in letzter Zeit sehr seltsam. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn abfangen, wenn ich hier warte und mit ihm sprechen. Sollten wir mal mit Makina vorbeikommen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, war er nicht einer, der eine Mission hatte für uns? Ach so, den gibt's wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Hier war nämlich auch einer, also die Missionen in der Akademie habe ich weitestgehend erfüllt. Das, was ich halt schon machen konnte. Eine, die war aber echt heftig gewesen. Das war der Fanboy von Rem. Der wollte nämlich, dass Rem auf den Feldeinsatz, den wir gerade gemacht haben, geht. Und wir mit ihrem Team mit dem Rang S abschließen. Und das fand ich doch ein bisschen heftig, muss ich zugeben. Davon abgesehen, dass ich es ja hier in der Aufnahme machen wollte mit euch, den Feldeinsatz. So, aber unser Freund hier ist auch wieder da, der Lorikanische. Yes? Ich habe gehört, was in Melitus passiert ist. Alles okay mit dir? Du bist bestimmt enttäuscht. Reden wir doch mal mit ihm. Ich habe natürlich nie geglaubt, dass ihr Königin Andoria ermordet habt. So dumm seid ihr nun wirklich nicht. Aber mich macht unglaublich wütend, wie der Rat der Acht auf die ganze Situation reagiert hat. Sie hätten sich hinter euch stellen und eure Unschuld bestätigen müssen. Und
dann haben sie nicht mal ein Luftschiff geschickt, um euch da rauszuholen. Der Krieg ist nicht plötzlich zu Ende, weil sie jemanden finden, dem sie die Schuld zuschieben können. Gerade in solchen Zeiten muss man umso mehr zusammenhalten. Mach dir nichts draus. Halte dich an die Leute, die euch glauben. Klar doch. Machen wir. Gut, und hier drüben haben wir gleich den nächsten am Start. Hier ist ja richtig was los am Luftschiff dort, Mensch. Rio, den kenne ich noch nicht, glaube ich, ne? Die Klasse 0 wurde wohl zu Kadetten gemacht, ohne die dafür nötigen Prüfungen abgelegt zu haben. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, Kadett zu werden? Die Aufnahmeprüfung besteht aus einem schriftlichen, einem praktischen und einem mündlichen Teil. Und jeder davon ist verdammt schwer. Nur mit besonderem Talent und viel Anstrengung kann man es zum Kadetten bringen. Danach stehen einem alle Türen offen. Selbst wenn die eigenen magischen Fähigkeiten mal nachlassen sollten, kann man es mit einem Werdegang als Kadett so gut wie überall hinschaffen. Man kann in den Staatsdienst eintreten oder auch an der Akademie bleiben und unterrichten. Das heißt, ihr seid dank der guten Beziehungen von Dr. Al-Raisha Kadetten geworden. Ihr könnt wirklich niemandem böse sein, der neidisch auf euch ist. Sollten wir mal zusammen in einer Mission kämpfen, kann die Klasse 0 mehr beweisen, dass all die Vorschusslorbeeren verdient haben. Alter, hast du mal irgendwie ein bisschen auf den Kriegsverlauf geachtet und unsere Rolle da drin? Du solltest eigentlich mitgekriegt haben, dass wir es echt drauf haben. Im Gegensatz zu den anderen Kadetten. Na gut, wenn er meint. So, hinten in die Arena brauchen wir eigentlich nicht gehen, denn in der Arena steht nie jemand, mit dem man reden kann. Was gibt's denn bei dir? Du hast schon 10 Stunden mit uns verbracht, Cooper. Dafür hast du eine Belohnung verdient. Okay. Phantom freigeschaltet. Klingt speziell. Ich weiß gar nicht. Achso, mit dem Mogris habe ich schon 10 Stunden verbracht. Das heißt, ich habe schon mit 5 Mogris geredet, die irgendwelche Aufträge für uns hatten, wenn ich das richtig verstehe, oder? Wer weiß, wer weiß. So, schauen wir mal kurz hier im Kristallium nach, wie es denn hier drüben so aussieht. Möchte denn jemand mit mir sprechen? Ja, tatsächlich. Ach, der mal wieder. Natürlich. Was gibt's denn? Huh? Hey, you again? You gonna just ignore me with a sigh, yo? I bet you don't have any friends, do ya? Always in here reading, huh? Still ignoring me, yo? What kind of book are you reading today? Oh, caught your eye, did it? The Lexicon of Arcane Theory, Volume 78, is a superlative reference for novices and masters alike. It contains all you need to know about magic. No, hold up, yo. That's a dictionary. And one in a set of 105. Am I to understand you've already read the first 78 volumes? What are you implying? This is my 6th time through. What's the matter? Well, I'll admit I was wrong. If you're that well read, then you don't need friends. So you still take as a given that I have no friends? Ich glaube, die beiden werden noch richtig dicke Freunde. Ist immer wieder schön, wie Nein aber auch total auf ihn abfährt und ihn immer angeht. Ey, yo, ignorierst du mich? My goodness. Keine Freunde, ja? Aber es stimmt, die einzigen, mit denen ich ab und an ein paar Worte wechsle, seid ihr aus der Klasse 0. Tja, das klingt dann, als ob du wirklich keine Freunde hättest, denn momentan sind wir noch nicht wirklich Freunde. Wobei ich ihn irgendwie ganz lustig finde, wie er jedes Mal Nein fertig macht, indem er einfach mit ihm seine Spielchen treibt. Gut, hier drüben übrigens der Kollege, für den haben wir eine Mission gehabt. Er hat einen Kaktor gesehen, und zwar gab es ja das Gerücht, dass der eine Elementarwächter, einer der 4 Elementarwächter, der dann die anderen 3 verraten hat, einen Kaktor als Begleiter hatte, so wie, wie heißt er denn? Hier, unser Chef. Ich hab's vergessen gerade. Der hat ja einen Tomberry dabei. Und dieser Kaktor, der soll wohl, obwohl sein Chef schon gestorben ist, immer noch in der Akademie herumspringen.
Und ihm glaubte niemand und deswegen mussten wir einen Beweis dafür finden. Und den Kaktor trifft man ab und zu an bestimmten Stellen an, nämlich die Chocobo-Stallung, der Himmelsterrasse und den Luftschiff-Docks, glaube ich. Die drei Orte waren's. Achso, und ich glaube sogar noch im Innenhof hinter der Klasse, hinter dem Klassenzimmer. Ja, und wenn man ihn dann mal trifft, dann lässt er eine Kaktorblüte fallen und die soll man halt einsammeln. Good work. Nicht wahr? Der Kaktor soll einst einem der Elementarwächter gehört haben. Jo. So ist es.